Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg. Zack, so die Züge fahren. Ja, ich sag's immer wieder, aber das kann man auch immer wieder sagen, weil sie fahren nicht immer. Manchmal stehen sie auch ein bisschen in der Gegend rum, aber jetzt haben wir gerade den Effekt, dass sie fahren. Gut, wir haben eine neue Strecke gemacht. Wir brauchen Treibstoff in Amalienfelde. Das haben wir hier hinten, genau. Und hier haben wir das Depot. Jetzt würde ich sagen, ja, da kaufen wir doch glatt mal einen Zug. Oh, nee, wisst ihr was? Hier fehlt natürlich noch etwas in dem Städtchen, das habt ihr auch geschrieben, nämlich die Busse. Die Buslinie, beziehungsweise, ja, zumindest die Haltestellen haben wir gemacht. Ich glaube, die Linie selber aber noch nicht. Dann machen wir das jetzt, weil sonst geht das natürlich dann irgendwann vergessen. Ich gucke mal schnell, was ist das hier? Nee, das ist alles nicht Bus. Gut, also die Linie fehlt. Aber die Haltestellen haben wir. Das heißt, wir gehen hier mal zum Thema Straße. Beziehungsweise, nee, Blödsinn. Wir gehen hier zum Thema L wie Linien, machen eine neue Linie. Oh Gott, wie haben wir uns das denn jetzt vorgestellt? Hier ist der Bahnhof, das wäre also der Startpunkt, mit Sicherheit. Ja, ich würde mal sagen, irgendwie außenrum. Ach genau, hier haben wir ja noch die Baustelle gemacht. Aber wie kommen wir denn jetzt von hier wieder dahin? Also das war doch eigentlich der Grund für diese Brücke, oder nicht? Jetzt muss ich gerade mal schnell schauen. Irgendwie hier rüber. Ach, wir gehen wir hier außen rum und dann hier rein? Ich weiß es nicht mehr. Kommt ihr mal einfach mal die Linie, dann sehen wir ja, was wir uns dabei gedacht haben. Also, neue Linie haben wir. Wir würden gerne anhalten oder starten hier. Jetzt haben wir wieder diese komische Farbe hier. Dann geht das irgendwie darauf, war wahrscheinlich die Idee. Wir machen die einfach mal und gucken. So, irgendwie den. Jetzt macht es hier irgendwie eine Drehung. Was macht es denn jetzt hier? Das ist ja ganz interessant. Okay, wir müssen mal die nächste Haltestelle reinnehmen. Oder war das anders gedacht? Dass wir erst, ich glaube, wir gehen erst außen rum. Ich mache es mal so. Von hier nach hier. Ja, das funktioniert. Dann haben wir hier eine Haltestelle, hier eine Haltestelle. Wir haben hier eine fröhliche Haltestelle. Und jetzt geht es halt hier noch rüber. Nach da hinten. Das ist schon auch irgendwie eine Haltestelle von dem Bus. Doch, es ist relativ klar ersichtlich. Es ist natürlich doof, wenn man das irgendwie dann drei Folgen später macht. Ich weiß noch nicht mehr, was ich mir dabei überlegt habe. Ja, eine Buslinie halt für Amalienfelde. Aber wie kommen wir denn jetzt von hier wieder nach da? Ja, indem wir wieder zurückfahren. Dann machen sie da wahrscheinlich irgendwie eine blöde Drehung. Ich mache das mal. Also das wäre von der 6 wieder zur 1. Ja, da müssen wir da oben mal gucken, wie wir das handhaben. Und dann geht es von der 7 zur 6. Ja, im Prinzip wieder zurück. Ja, hier so langsam irgendwie zwei Linien haben wir. Das ist so, so schlecht nicht. Dann zur 5, zur 4, zur 3, zur 2. Und dann geht es wieder an den Bahnhof ran. Jetzt haben wir hier ein Drehen. Das werden wir fast nicht verhindern können. Weil hier nochmal alles auseinandernehmen möchte ich nicht. Aber das hier oben, das gefällt mir nicht. Kann ich mal bitte schnell gucken? Ach, das geht hier im Prinzip in den Wanderweg rein. Was macht denn der Weg? Ich glaube, ach, der geht zur Baustelle, genau. Wir können ja nochmal schnell gucken. Das hier ist unsere Brückenbaustelle. Ja, sagen wir mal in der Kürze geschnitzt das Ganze. Ja, und ist doch eigentlich okay. Gut, aber wir sind jetzt beim Thema Bus. Warum dreht der hier so doof? Kann ich hier vielleicht irgendwie... Ich glaube, wir müssen die Straße hier nochmal wegnehmen. Wenn ich hier eine normale Stadtstraße nehme und hier reingehe. Ja, ich habe es fast vermutet, dass das nicht geht. Das geht irgendwie gar nicht. Nee, Bau nicht möglich, Bau nicht möglich. Wir haben nicht mal die Auswahl von wegen anders bauen oder trotzdem bauen. Das Ding muss weg. Aha, inklusive dem Haus. Okay, damit können wir leben. Der Weg ist stehen geblieben. Wir lassen das mal, beziehungsweise gehen wir auf Pause, weil sonst wird das hier wahrscheinlich mit Straße schnitzen schwierig. Ich könnte natürlich auch die Kurve noch aktivieren. Das ist stellenweise auch hilfreich. Machen wir mal den hier. Dann wird das Gebäude entfernt. Wenn ich ein bisschen rüber gehe. Ne, kommt, wir machen zum Drehen reicht das. Weil dann bleibt das Gebäude erhalten. Wenn ich jetzt hier eine Kurve mache. Ja, das müsste doch eigentlich genutzt werden. So, wir schauen mal, was macht die Linie. Aha, besser. Ja, jetzt dreht sie hier. Jetzt dreht sie nicht mehr auf offenem Gelände. Das ist okay. Gut, vielleicht hier rein noch irgendwie in Brunnen oder so. Was haben wir denn als Assets? Ich weiß, wir sind beim Thema Güterzüge. Da kommen wir gleich dazu. Hier irgendwie ein Spielplatz. Ne, das ist doof. Dann rennen die Kinder hier über die Straße. Das ist viel zu gefährlich. Wir können aber eigentlich hier wieder auf Play gehen. Damit wir wieder ein bewegtes Bild haben. Ja, so ein Schloss ist irgendwie hier für das hier, ja. Dezent zu groß, würde ich mal behaupten. Wegweiser, was ist das hier? Österreichische Werbetafeln.
Ja, okay, das finde ich, das ist doch genau eigentlich, das habe ich gar nicht gesucht, aber das ist eigentlich genau das, was hier hingehört, finde ich. So, weil das wird halt für die Werbung genutzt, das Ganze, ganz klar. Man hat Fläche, man kann was machen damit. Hier noch ein Gösser, am besten immer in der Nähe von der Straße. Noch ein bisschen Alkoholwerbung. Dann ist hier noch eins und dann machen wir, würde ich sagen, hier noch so ein Teil hin. Und dann macht das durchaus Sinn. Jetzt könnte man hier noch eine Bank hinstellen und und, würde ich mal lassen. Gut, was wir natürlich auch noch brauchen, ist ein Straßenverkehrsdepot mit Anschluss an die Straße, damit wir eben die Busse haben. Wir schauen mal. Le Depot haben wir unter Gebäude, dann den hier. Finde ich eigentlich nie schlecht, das Teil hier. Funktioniert das? Ich hoffe es mal. Ja, müsste, aber das geht hier nicht hin. Ich muss mal drehen, das geht aber hier sowieso nicht hin. Das funktioniert nicht. Ja gut, das würde funktionieren. Wenn wir da die Straße anschließen, das geht schon. Weil hier haben wir genauso eine leere Fläche. Das finde ich eigentlich gut, wenn hier noch ein Gebäude steht. Das ist immer gut, wenn man irgendwie mit irgendeinem Depot oder weiß der Kuckuck noch irgendwie was machen kann. Ja, aber das müsste doch da. Ja, es geht ja. Ich wollte gerade sagen, das müsste doch da reingehen. Ist das ein bisschen... Das ist ein bisschen steil, weil das weiter unten ist. Würde ich aber lassen. Die Fahrzeuge fahren einmal hier raus, dann fahren sie nie wieder hier raus. Gut, wir brauchen Busse für unser neues Städtchen. Was nehmen wir da Schönes? Passagier? Ne, eine amerikanische Postkutsche ist jetzt nicht das Erste, woran ich gedacht habe. Ja. Nö. Sowas? Haben wir die schon? Die haben wir mit Sicherheit noch nicht. Was ist das denn? Inbus U210 ATM. Keine Ahnung, was das ist. Wir kaufen die mal. Da kaufen wir gleich mal ein paar von und weisen die zu. Linie 1, da müssen wir noch schnell gucken. Die heißt natürlich nicht Linie 1. Die heißt anders. Und zwar heißt die, ja logischerweise, Amalienfelde. Amalienfelde Bus. So, müsste passen. Habe ich das auch richtig geschrieben? Ich glaube ja. Sehr gut, da kommt die ganze Armada raus. Ich würde sagen, lasst uns mal noch ganz kurz einsteigen. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwas sehen, was uns, wie soll ich sagen, wegflasht wahrscheinlich. Es ist halt eine neue Stadt. Da steht noch nicht so viel. Aber ein bisschen haben wir hier halt den versenkten Bahnhof, wenn man so will. Der ist halt schön in einem Tal drin. Also das finde ich schon auch nicht schlecht. Und haben wir die Straße gezogen? Nee, das müsste das Spiel gewesen sein. Das sieht doch nett aus. Jetzt, was mir halt tatsächlich auch nicht gefällt. Ich weiß auch, dass ihr das in die Kommentare schreiben werdet. Und zwar zu Recht. Der Bus, der wendet halt da am Bahnhof tatsächlich auch. Also das ist so eine unnatürliche Drehung. Wir gehen mal schnell gucken. Das ist aber halt schwierig, weil ich kann da nicht viel machen. Wo wendet der? Hier nicht. Hier hinten. Hier. Bei einem Befahren dieses Dingens. Da wendet er hier. Was könnte man da denn machen? Also bei hier irgendwie so ein Drehding. Das ist schade. Dann sind die Häuser weg. Also falls ihr eine Idee habt, schreibt gerne in die Kommentare. Mir fällt jetzt da nichts ein. Man könnte eine andere Bushaltestelle machen. Eine, die hat erlaubt, dass sie in der Bushaltestelle drin drehen. Ja, aber da haben wir den Platz nicht hier. Da müssen wir diese Gebäude kappen. Ich würde es tatsächlich lassen. So, weil... Ja, dann dreht er hier halt mal. Das ist ja nicht schlimm. Man muss ein bisschen aufpassen. Es ist ja auch nur eine durchgezogene Linie. Das macht ja nichts. Das heißt Führerscheinentzug, wenn man hier rüberfährt. Aber gut, es ist ein Busfahrer. Also, kommen wir zum Thema Zug. Wir brauchen einen Güterzug, der... Ja, Treibstoff transportieren kann. Die LKWs, wie gesagt, die fehlen dann natürlich auch noch. Vielleicht ein Diesel mal wieder. Wir können aber jetzt nicht über die Oberleitung wegnehmen, weil das sind tatsächlich alles Straßen bzw. Gleise, die wir sonst eben auch noch nutzen natürlich. So, da wurde ich unterbrochen mal wieder. Das gibt's. Es ist halt Sonntag. Da kommt immer mal wieder jemand und möchte was. Und zum Glück wurde ich unterbrochen. Denn, ja, ja, das wahrscheinlich eh schon. Von dem Depot kommen wir nicht in den Güterbahnhof rein. Das Depot haben wir gemacht für den Railjet. Der hier auch rumfährt. Da müssen wir nochmal schnell gucken, wie wir das jetzt am besten handhaben. Am besten mal die Schiene schnappen. Dann sehen wir. Doch, wir kommen hier rein. Ne, Blödsinn, eben nicht. Ja, jetzt muss ich nochmal schnell gucken. Das ist der Personenbahnhof. Das hier. Diese Gleise. Das hier. Ja, das ist das, was wir brauchen. Da kommen wir von dem Depot tatsächlich nicht da rein. Da müssen wir nochmal schnell was machen. Und zwar folgendes. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was. Kommen wir vielleicht hier hinten?
Hier wird es ja auch noch lang gehen. Kommt, wir machen hier ein Depot hin, weil in die Richtung müssen wir nicht. Ich würde sagen, wenn wir dann das mit den Lebensmitteln machen, das ist ja das, was wir auch noch brauchen hier, dann machen wir das auch via vorne raus. Dann können wir hier hinten nämlich ein Depot hinsetzen. Also, einmal klöppeln. Das haben wir ja gebaut, damit wir hier in Ruhe, die Gleise schon mal haben und nicht die Stadt da auf die Idee kommt, das wieder irgendwie, ja, zu hintergehen. Diesen Gedanken. Was haben wir denn hier für Depots? Würde sowas hier hinpassen? Ja, das geht nicht mit den Gleisen. Klar, ich könnte es natürlich hier hinten hinsetzen und dann einfach in die Gleise reingehen. Das wäre eigentlich auch eine Idee. Kommt, das machen wir so. Stellen wir das hier hin. Wenn ich jetzt Glück habe, kommen wir da auch in unsere Gleise rein. Das werden wir gleich feststellen. Das hier hätte ich gerne. Dankeschön. Einmal drehen. Ach, das ist ja eh nur eins. Okay, aber dann geht sowieso. Ja, oder auch nicht. Aha, da ist da wieder irgendwie die Höhe nicht richtig. Okay, wir nehmen wir das auch nochmal weg. So, geht immer noch nicht. Aber das können wir mit trotzdem bauen lösen. Ist nur ein Depot, das geht schon. So, trotzdem bauen, dankeschön. Dazu natürlich die Signale. Le Zwerg. Einmal dieses hier. Ja, ist genau das Falsche. Halleluja, das sind auch keine Zwerge. Hier haben wir die Zwerge, die habe ich gesucht. Zack, einmal so und einmal... Genau, ins Depot rein. Herr Heisenberg. Wir wollen aus dem Depot raus. So, Moment, einmal den. Das ist halt echt ein bisschen das Problem, wenn man hier dran ist und dann wird man gestört. Und macht dann, jetzt habe ich fast eine halbe Stunde was anderes gemacht. Dann wieder reinkommen, aber die Signale richtig rum, also das müsste eigentlich schon zu schaffen sein. Gut, also jetzt sind wir aber auch im richtigen Bahnhof, das heißt, das funktioniert. Dann kaufen wir uns mal einen schönen Zug mit einer schönen Lokomotive. Ich würde gerne irgendwie einen Diesel haben. Ihr seht, ich war hier schon am Basteln und gucken wegen Wagen. Vorher, ganz vorher. Ja, Moment, nicht Passagiere, sondern gar nichts. Beliebige Gütertypen. So, jetzt haben wir es. Und dann zur Diesellok. Einmal so. Und dann sind wir tatsächlich wieder dort angekommen, wo wir hin wollten. Ja, jetzt welche Lokomotive. Wir haben natürlich den Großteil, haben wir glaube ich schon. Allerdings, das ist halt kein Kriterium. Das soll irgendwie eine coole Lokomotive sein, die irgendwie, ich weiß nicht, 120 oder so vielleicht hinkriegt. Ja, da sind wir bei 60. Da sind wir ganz falsch. 100. So eine Gravita. Sagen wir mal so, so eine Gravita ist eigentlich immer was Schönes, aber ich habe so den leisen Verdacht, die fährt hier schon rum. Es würde mich wundern, wenn es anders wäre. Komm, wir nehmen eine andere. Was haben wir noch nicht? Pol... Heiliges, was ist das denn? Pol mit Trans. 100 km/h. Ja, sagen wir mal so, also Power ist anders. Aber ich glaube, die haben wir noch nicht. Wir machen mal eine Doppeltraktion. Gehen zu den Cargo-Wagen. Dann hier zum Treibstoff. Jetzt haben wir 100 km/h. Guck mal, jetzt könnten wir doch endlich mal diese Wagen nehmen. Weil die haben wir nie genommen. Ja, aus gutem Grund, weil schlicht und einfach die zu langsam sind. Aber wenn wir eine Lok haben oder zwei Lokomotiven, die 100 km/h machen, können wir auch die hier verwenden. Das machen wir jetzt auch mal. So, ich hoffe, ich glaube irgendwie, wir haben hier teilweise welche drin. Jetzt habe ich hier noch mit Bremserhäuschen, Moment. Die keine Textur haben, aber das sehen wir, dann werden wir die zur Not austauschen. Und ich möchte jetzt nicht die Bremserhäuschen haben, sondern die anderen. So, da mal noch zwei, dann einen von denen, dann ein paar von denen. Dann haben wir das Ganze hier noch in schönem Blau. Dann sind wir hier bei gut und haben 155 Meter. Können wir nochmal zuschlagen. Oh, guck mal, hier haben wir noch Orange. Gibt es noch drei solche und Züge. Ja, es ist schon Gleis, das wir halt mitbenutzen, aber ich würde hier glatt zwei Stück machen, weil ich möchte Züge auf der Anlage haben. Dann wäre das hier... Moment, da muss ich schnell raus. Amalienfelde Treibstoff. Wir hören das Blub, das heißt, das funktioniert auch. Und da kommt die Lokomotive. Also da bin ich jetzt wirklich fast sicher, dass wir die noch nicht auf der Anlage haben. Weil die sind relativ speziell. Ah, cool. Ist das eine Textur? Doch, klar, da ist ja Minol, oder wie das heißt. Da steht ja drauf. Aber ich dachte schon, das sei bei denen gewesen, wo wir keine Textur haben. Oh, und das war gerade ein sehr schönes Horn. Nö, die haben alle eine Textur. Das ist wunderbar. Dann können wir gleich mal einsteigen, sobald hier der letzte Wagen rausgekommen ist. Ist der schon im Bahnhof drin? Natürlich. Oh, jetzt sieht man aber auch, wie es hier halt runter geht. Also das war schon klar, dass wir das eigentlich nicht sozusagen normal bauen können, sondern mit... Ja, halt mit trotzdem bauen machen müssen. Boah, cool. Also die Lok,
Also A, ist sie cool, finde ich, und B, die haben wir mit Sicherheit noch nicht. Wahrscheinlich schreibt jetzt eh jemand. Doch, doch, die fährt schon in Dortmund rum. Oh, auch der Führerstand okay. Also das sieht auch relativ nett aus, finde ich. Nochmal ein bisschen runter. Jetzt fehlt hier ein Gleis. Moment, also das ist aber irgendwie auch... Warum fehlt denn hier ein Gleis? Das werden wir uns nachher gleich nochmal ansehen. Ich glaube, da wollte ich eine Weiche machen. Sagen wir mal so, so ganz funktioniert hat das nicht. Mit der Weiche. Wir haben es aber kontrolliert, es ist zweigleisig. Haben wir hier vorne nochmal eine Weiche? Wir werden es gleich sehen. Bald aus dem Tunnel rauskommen. Oh ja, und das ist jetzt halt zu Beginn. Stimmt, als wir das gebaut haben, habe ich ja noch gesagt. Das ist eine sehr, sehr tunnellastige Strecke tatsächlich. Jetzt kommen wir raus, aber da geht es, glaube ich, gleich wieder in den Tunnel rein. Aber ab wo ist das denn hier zweigleisig? Sagen Sie mal. Ah, hier. Okay, das können wir natürlich... Ja, das können wir nicht mehr, sondern das werden wir nochmal ändern. Das ist ganz logisch. Da kommt dann noch der Kollege. Oh, wo kommt der denn? Was ist denn mit dem Portal los? Oh Gott, was habe ich denn da gestern gebaut? Moment, nee, das müssen wir nochmal ändern. Da ist ja auch nochmal ein Gleis drin. Aber dann haben wir hier schön nochmal was zu tun. Also, das kann ich mir auch gut merken. Das ist zu Beginn der Reise sozusagen. Dass wir hier tatsächlich nochmal schauen müssen. Also das ist mit dem Portalkäse, das ist mit der Weiche dort irgendwie, die nicht dort ist im Tunnel drin. Käse, das werden wir nochmal angehen. Was ist denn das jetzt hier wieder noch? Da ist noch ein Brückenpfeiler irgendwie drin. Wow, okay, gut, das sieht man natürlich nur, wenn man mitfährt, was wir gerade machen. Okay, also hier bei dem Tunnel haben wir nochmal ein bisschen was zu tun. Und jetzt ist halt ein bisschen die Frage... Ja, wie frei können wir fahren? Man sieht, hier stehen dann welche. Allerdings, das ist nicht unsere Strecke. Wir wollen hier lang. Das geht doch, glaube ich, auch in den Bahnhof rein dann. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, wir gehen mal raus mit der Kamera. Oh, herrlich. Kesselwagen und ein Bahnübergang. Eine sehr, sehr schöne Kombination. Oben noch ein Regio, der unterwegs ist. Sehr gut. Aber eben, also das ist jetzt natürlich fast schon sensationell. Da bei dem Tunnel, bei diesem Bahnhof, also was wir da oder was ich gebe zu, was ich da gebaut habe. Aber du siehst natürlich, wenn du das Tunnel baust, nicht, dass da ein Brückenpfeiler drin ist. Also ich kann nicht ins Tunnel reingucken, wenn wir da nicht durchfahren. Aber das werden wir beheben, kein Ding. Schön hier die güldene Brücke. Auch eine sehr schöne Geschichte, allerdings nicht, um die Kamera zu bewegen. Ich würde nämlich gerne eigentlich wieder aufs Dach rauf. Oben gerade nochmal ein... Helikopter rüber, ein Hubschrauber. Aha, jetzt haben wir es hoch. Genau auf der Brücke, wo ich die Cam nicht vernünftig bewegen kann. Man sieht, es ist ein Diesel. Sollen wir mal gucken gehen? Ja, dann heißt es wieder, der Heiß ist wieder ungeduldig. Ja, aber irgendwie, also mal schnell gucken. Ich meine, wir haben ja gesehen, hinten stimmt ja irgendwie die Hälfte auch nicht. Das ist aber zweigleisig, also das ist schon richtig. Hier steht einer. Was möchte der? Ja, das finden wir raus. Wenn wir hier schnell klicken, der möchte... Aha, der möchte hier lang. Wir möchten hier rüber und können das nicht, weil der steht. Warum steht der? Weil hier wieder einer steht. Ja, weil hier schon wieder einige stehen. Tatsächlich, man sieht es, das führt hier zur Brücke. Ja, das ist wieder die berühmte Brücke. Da fahren sie, hier stehen sie. Ja, da müssen wir nochmal gucken. Aber das möchte ich ehrlich gesagt nicht jetzt machen. Ich möchte eigentlich fahren. Wir könnten hier natürlich... Nee, können wir nicht, weil das ist eine Brücke. Wenn ich hier jetzt wieder irgendwie eine Ausfahrt mache, haben wir wieder das Geländer im Weg. Weil die Idee war, wo fängt das denn an? Hier kommt schon der nächste. Dass wir hier vielleicht ausfädeln und das viergleisig machen. Dann hier runter. Dann kämen wir hier direkt in die Gleise rein. Dann würden wir hier nicht... Ja, ich denke, das ist tatsächlich eine Idee. Also das machen wir auch. Also, das gehen wir schnell an. Dann wird die Brücke viergleisig. Weil wir sehen, wir haben hier doch ein paar Züge, die hier lang wollen. Also einmal Gleis. Jetzt frage ich mich gerade, ob das nicht cleverer wäre, das vielleicht sogar im Pausenmodus zu machen. Weil, ja gut, der fährt uns nicht davon. Wir sehen ja, dass der hier noch steht. Da können wir eigentlich in Ruhe bauen. Und das ist natürlich dann nur für die späteren Züge tatsächlich interessant. Nicht für die Züge, die jetzt hier warten. Das ist logisch. So, einmal hier rüber. Es möchte gerade wieder nicht mehr so. Moment, nö, das muss ich nochmal neu machen. Das stimmt so nicht. Zack, einmal, jetzt geht's. Okay, hier runter und haben wir gesagt, hier rein. Sie müssten noch andocken, das wäre hilfreich. Genau, nämlich so. Jawohl, dann haben wir den ersten Bereich, den ersten Teil gemacht. Wir gehen nochmal irgendwie hier rüber. Oh, man sollte nicht mit der Brücke an der Angel. Moment, doch geht. Also, hier die zweite Ausfahrt, das wäre dann so. Ja, passt das? Müsste. Doch, doch. Wenn ich das noch ein bisschen runterziehe, dann geht es nicht mehr. Dann müssen wir es so machen.
Das hängt aber nicht dran. Nee, das ist Käse. Das gefällt mir tatsächlich nicht. Das sollte hier dranhängen. Wir machen es mal so. Wir hängen das mal daran. Und dann einmal hier raus. Jawohl. Und dann hängt das vernünftig dran. So, dann einmal hier die Kurve und das Ganze eben viergleisig hier rüber. Man sieht, das funktioniert hervorragend. Sehr schön, da haben wir keine Probleme mit Brückenpfeilern etc. Funktioniert also mal bis hierhin. Dann haben wir hier eine Weiche, die wir so nicht mehr brauchen. Beziehungsweise wir können die Weiche eigentlich stehen lassen, wenn ich hier vernünftig reinkomme. Wie sieht das aus? Das ist eigentlich okay. Also einmal zack gebaut. Dann haben wir dort noch ein Signal, aber ich glaube, das können wir sogar stehen lassen. Ja, weil das geht auch. So, wenn wir jetzt die Linie aufrufen. Aha. Nee, das wird nicht automatisch gemacht. Und wir sehen auch, dass das hier... Nee, das ist Käse. Da hängt tatsächlich wieder nochmal so ein Teil im Weg. Aha, das hängt. Moment. Nimm's weg. Das hängt bei dem Gleis. Okay, das nochmal weg. Das nochmal weg. Das nochmal weg. Und dann schauen wir mal, ob wir das ohne das Geländer hinkriegen. Wäre mal so. Und von hier kommend wäre es so. Und dann da rein. Jawohl, das müsste jetzt klappen. Jetzt ist kein Geländer mehr im Weg. Das wird aber nichts dran ändern. Nee, da macht die Linie nicht mit. Die möchte nicht hier lang, weil das ist der weitere Weg in dem Fall. Finde ich zwar unlogisch, weil es ist der Innenbereich. Aus der Formel 1 weiß man, dass das der schnellere Weg sein müsste. Das können wir aber problemlos reparieren. Dahingehend, dass wir hier halt einen Wegpunkt nehmen. Bin schon bei den Wegpunkten, jawohl. Wo ist hier mein... Da ist es doch. Da kann er doch mal hupen. Ja, Kollege, also einmal schauen wir mal hier einen Wegpunkt und einmal hier. Dann brauche ich, Kollege, Linie. Dann wäre das von Amalienfelde kommend nach Grafrath rein, wäre dann hier lang. Mal gucken, ob das klappt. Ja, klappt hervorragend. Und von Grafrath zurück wäre dann bei diesem Wegpunkt vorbei. Und das klappt auch hervorragend. Nehmen wir das wieder raus. Und dann haben wir hier die Umfahrung gemacht. Wie sieht das denn jetzt aus mit den Signalen? Da müssen wir auch nochmal schnell gucken. Die stimmen so nicht ganz. Ja, nehmen wir die hier. Das wäre mal ein Signal hier. Ja, da können wir sogar noch einen Block machen. Wobei, ja, das geht hier halt einfach weiter. Das heißt, wir haben hier einen Block. Dann haben wir hier auf der Brücke einen. Und dann haben wir hier hinten das Teil. Genau, und hier geht es ins andere Gleis rein. Stimmt das denn so? Doch, doch, das stimmt. Dann haben wir hier ein Signal, dann stimmt das natürlich nicht mehr. Das muss weg. Und dann kommt das hier unten hin. Wenn wir hier nicht... Ja, hier haben wir kein Signal. Also das heißt, wir können hier eins machen. Dann geht das hier lang. Und hier, das müsste bereits gemacht sein. Ja, das passt. Gut, jetzt haben wir natürlich ein bisschen das Problem. Wir fahren trotzdem nicht, weil wir hier nicht rüberkommen. Wir hätten hier sogar die Weiche noch. Also die kommen auf ihre Linie. Oh ja, die Weiche hätte ich natürlich nicht kappen dürfen. Also habe ich auch nicht. Weil dann wäre jetzt unsere Linie, mit der wir mitfahren wollen, hier gar nicht mehr in ihr Gleis reingekommen. Also, das war auch eine gute Idee, da stehen zu lassen. Wir sind schon auf Play. Ja, wir haben halt das Problem tatsächlich, dass hier vorne alle stehen. Also, die blockieren uns hier massiv. Wir gehen noch mal gucken. Es gab ein Autosave, da stehen sowieso alle. Aber, mach mal Autosave weg. Mich würde mal interessieren, wer von denen sozusagen tatsächlich steht. Der fährt auch. Hier unten stehen sie. Ich bin überzeugt, das zieht sich wieder bis nach hier hinten. Ja, ja, da sehen wir es. Das haben wir genau schon mal gehabt. Dann haben wir was mit den Signalen geändert. Jetzt haben wir es wieder. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt mit der Strecke, also mit der neu gebauten Strecke, mit dem Zug mitfahren. Und nicht klüngeln. Klüngeln, das machen wir dann nachher. Jetzt, wie kommen wir da rüber? Wenn wir dem zum Beispiel hier bereits die Weiche geben und die dann wieder wegnehmen, dann müsste das eigentlich gehen. Ich mache das mal. Also einfach eine, wie soll ich sagen, eine temporäre Weiche. Und zwar so. Okay, geht das? Jawohl, er setzt sich in Gang. Wir lassen sie ein Momentchen, weil der Kollege auch hier rüber muss. Also irgendwo einer da hinten dann. Sehr gut, steigen wir wieder ein. Dann haben wir das gelöst. Natürlich, diese Weiche. Ja, ich würde sie wegnehmen nachher. Weil sonst kommt sie auf die Idee, dass sie erst hier wechseln. Das ist nicht, was wir wollen. Dafür sind wir wieder allen Ernstes auf der Brücke drauf. Und ich bin wieder am Basteln. Jetzt geht's aber. So, und so können natürlich wir jetzt immer hier ohne Probleme fahren. Ändert aber die Problematik hier für diesen Zug, für diese Linie natürlich nicht. Die haben immer noch das Problem, dass sie da vorne irgendwie nicht über die Brücke kommen. Das müsste dann nach Dortmund reingehen wahrscheinlich.
ja, sehen wir uns an. Aber ich möchte jetzt natürlich mit dem Zug mitfahren, weil dafür haben wir im Prinzip die Strecke ja gebaut, dass wir eben mitfahren können. Und ja, die LKWs, die fehlen auch noch. Die werden wir auch noch machen. Und danach würde ich sagen, kümmern wir uns dann, bevor wir irgendwas anderes machen. Das nächste wäre eigentlich für mich gewesen, dass wir für die Lebensmittel gucken, die Amalienfelde noch will. Aber da werden wir erstmal gucken, dass wir hier diesen Gleisklüngel da vorne bei der Brücke nochmal uns ansehen. Und dafür sorgen, dass die Züge dort vernünftig fahren können. Vielleicht müssen wir da nochmal eine zusätzliche Brücke bauen. Das ist natürlich auch möglich. So, wir sind hier auf unserem... Ja, ist das? Ich wollte gerade sagen, auf unserem Kreisel. Ja, so was Ähnliches haben wir hier gebaut. Doch, doch, es kreiselt schon ein bisschen. Sieht aber cool aus. Ich bin natürlich einfach ein Fan von Kesselwagen. So, ich bin schon wieder auf der Brücke und fange schon wieder an, die Kamera zu bewegen. Moment, ein bisschen zurück. Nochmal ein bisschen runter. Es geht halt nicht auf der Brücke. Es geht einfach nicht. Okay, da vorne ist die Brücke zu Ende. Dann kann ich wieder. Momento. Ja, da kommen wir halt gleich auf die nächste. Ja, jetzt ist okay. Jetzt lasse ich es mal. Guck mal. Aber hier stehen sie halt auch. Ja, werden wir uns auch ansehen. Und da vorne geht es ja bereits in den Bahnhof rein. Stimmt. Das ist halt keine ewig lange Strecke tatsächlich. Die wirkt nur so, weil wir doch ein bisschen daran rumgearbeitet haben. Wir haben sogar Zufahrt hier. Also wir kommen hier problemlos rein, obwohl hier noch ein anderer Zug in der Linie drin ist. Das wissen wir. Gut, dann haben wir diese Mietfahrt. Das heißt, der Amalienfelde kommt jetzt hier auch problemlos zu ihrem Treibstoff. Das freut mich natürlich. Ist auch ein cooler Bahnhof hier halt mit diesen Kesseln, die hier noch rumstehen. Das habe ich schon ein paar Mal gedacht. Der hat halt schon auch Qualität. Gut, also, dann kriegen wir hier unseren Treibstoff. Wir fahren aber noch ohne, das ist klar, weil wir in Amalienfelde die LKWs noch nicht haben. So, hier bewegt sich dann wieder. Wir gehen nochmal gucken. Ja, hier unten, die stehen halt alle. Man sieht's, der kommt hier gar nicht mehr vorwärts. Ja, das schauen wir uns an, wenn wir... Aber der fährt. Immerhin der fährt. Also einer fährt. Ja, man ist mit relativ wenig zufrieden irgendwann. Also wir wollen nach Amalienfelde. Und hier gucken, dass wir die LKWs haben. Kollege, ja, Güterbahnhof ist hier. Wie kriegen wir denn jetzt hier noch irgendwie so ein Ding hin? Wir müssen hier abladen. Wir müssen hier nicht beladen, wir müssen nur abladen. Ja, kommt, wir machen hier ein vernünftiges Teil hin. Wir schauen mal schnell. Gebäude, Cargo. Was haben wir hier Schönes? Irgendwie sowas. Ja, es muss einfach am Güterbahnhof dranhängen. Also hier wird's, das sieht man. Platz haben wir hier keinen mehr. Das heißt, wir werden hier irgendwas werden wir hier wegnehmen müssen. Vielleicht sogar hier an der Hauptstraße. Geht das so? Ist das mit zwei Terminals? Ne, wir brauchen zwei Terminals, weil sonst geht das natürlich nicht. Also es geht schon, aber es ist halt nicht ideal, weil eben die Lebensmittel hier ja auch noch dazukommen. Wobei, guck mal, hier die Lebensmittel, die hätten wir in der Nähe vom Güterbahnhof. Das würde heißen, wir müssten hier keine LKWs machen für die Brötchen. Also das geht tatsächlich so. Aber die LKWs, die brauchen wir für den Treibstoff. Ich guck mal schnell. Ich komme hier irgendwie nicht schön rein. Kommt, ich stelle das hier hinten hin. Wobei, die Frage ist halt, ob wir dann tatsächlich den Güterbahnhof noch an der Angel haben. Das ist natürlich das Wichtige. Und so eine riesen Einfahrt brauchen wir eigentlich auch nicht. Ach kommt, ich mach's trotzdem so. Wir testen mal, ob das funktioniert. Wir bräuchten eine Straße. Und zwar eine Einbahnstraße, die irgendwie von hier da reingeht. Zwei Gebäude werden entfernt. Ja, ohne geht's nicht. Die könnt ihr gerne wieder irgendwo anders hinstellen. Ja, das funktioniert hervorragend. Guck mal, ist glaube ich sogar in die richtige Richtung. Jawohl. Jetzt haben wir hier wieder so eine Fläche. Ich würde hier irgendwie gerne noch ein bisschen Industrie hinstellen. Die hatten wir. Stellwerk. Ne, das ist es nicht. Wo waren denn jetzt diese Industriebauten gleich nochmal? Jetzt suche ich wieder 3 Tage und 4 Nächte. Irgendwo hatten wir sie doch. Hier, da sind sie. Irgendwie in den Rücken rein was. Oder hier sogar. Mal drehen. 2 Stück. So, 2 solche. Hier daneben gleich nochmal. Okay, dann hier im Rücken. Ja, schon irgendwie was Breiteres. Ja, das ist zum Beispiel genau sowas, habe ich mir gedacht. Wenn es denn hinpasst. Oh, schade. Passt genau nicht. Also es passt schon, aber dann haben wir dort wieder... Ne, guck mal, es würde gehen. Da ist nichts weg.
Einmal zack so, dahinter gleich nochmal. Und dann haben wir hier mitten in der Stadt drin ein bisschen Industrie. Wie sieht das aus? Das ist okay. Vielleicht auf der Seite noch was. Das ist halt schon schön mit dieser Mod. Man hat relativ schnell halt ja so eine Art Industriemoloch. Ja, nee, möchte ich nicht. Das könnte wieder passen, wenn wir es drehen. Jawohl. Oh, herrlich. Was hätten wir es dafür gemacht? So, jetzt haben wir hier hinten aber noch was. Da kommt auch mal so ein Teil hin. Zack, und jetzt guck mal, das sieht doch gleich komplett anders aus hier. Wenn ich es mit der Kamera hinkriege. Ja, das ist halt wirklich so ein Industriebereich hier drin. Es sieht ein bisschen danach aus, als das haben wir hier tatsächlich auch in der Gegend. Die Feldmühle früher. Als wären das so Fabriken, die man früher halt benutzt hat. Jetzt stehen sie leer. Jetzt findet da eher Kultur drin statt. Ganz klar, Konzerte und so weiter. Weil sowas haben wir hier tatsächlich auch. Gut, also dann haben wir das. Jetzt müssen wir aber natürlich noch rausfinden, wo möchten die denn hier tatsächlich ihren Treibstoff haben. Ich würde mal sagen, aha, ich habe es fast vermutet, tatsächlich eher hier hinten. Gut, das ist ja in Ordnung. Dann haben unsere LKWs auch ein bisschen Weg. Das ist ja okay. Hier nehmen wir natürlich wieder den Kollegen. Jawohl, einmal so. Und hier hinten mal gucken. Ja, machen wir dich mal dahin. Okay, dann bräuchten wir die Linie. So, noch eine kleine Unterbrechung. Muss euch nicht stören, das gibt einen Schnitt. Aber ja, also ich glaube, ich nehme sonntags nicht mehr auf. Ich muss das irgendwie anders machen. Nein, mal gucken. Also, neue Linie. Haben wir da schon? Ne, haben wir nicht. Wir machen hier neue Linie. Dann wäre das von hier zu unserem neu gebauten LKW-Port hier unten. Die Musik läuft. Ja, okay, gut. Muss ich auch nochmal checken. Also, die haben wir. Das wäre dann für Amalienfelde. Amalienfelde. Dann eben LKW. Genau. Und, ja, Treibstoff. Zack, haben wir. Ein Depot haben wir. Ja, für die Busse müssen wir ja irgendwo ein Depot hingestellt haben. Hier unten. Ja, da ist es doch. Ist noch gar nicht so ewig lange her, dass wir das hingestellt haben. Also LKWs, die ja, Treibstoff transportieren können. Das wäre dann hier einmal der. Ist das alles? Aber nicht bei den Passagieren, schon eher bei Cargo. Dankeschön. Ja, irgendwie, oh, guck mal die hier. Das sieht doch relativ nett aus. Kommen die in unseren Güterbahnhof rein, von der Größe her? Wir testen das mal. Wir nehmen die mal. Zack, zack, zack. Zack, zack. Nochmal einen dazu. Zack. Und nochmal einen dazu. Und dann wäre die Linie. Treibstoff. Plup. Da kommen sie auch schon raus aus dem Depot. Die werden jetzt hier auch diesen Höhenunterschied hier überbrücken müssen. Machen sie aber, glaube ich, vernünftig. Ja, guck mal, das sieht gut aus. Und das hat man halt einfach ab und zu. Also, ich habe schon ein paar Mal gesagt, hier, wo ich wohne, haben wir solche Sachen, solche Steigungen relativ oft. Tatsächlich, weil es halt am See ist, weil es halt am Hügel ist. Also, ganz klar. Gut, sollen wir hier auch mal noch schnell einsteigen? Ich würde sagen, ja. Wo fährt er hin? Unterwegs nach Waldstraße. Das ist wahrscheinlich hier, wo wir den Treibstoff abliefern. Hui, da hinten ist gerade noch ein Schnellzug durchgerauscht. Ja, ist eine belebte Gegend hier. Oh, und da vorne ist Schanzenspringen. Mit Simon Ammann. Guck mal, machen wir auch gleich. Hüpf. Oh ne, machen wir nicht. Okay, wir fahren hier lang. Schade eigentlich. Hätte ich jetzt noch interessant gefunden. Mal mit einem LKW in die Stadt reinhüpfen. Das macht man ja auch nicht jeden Tag. Ja, das ist hier tatsächlich halt schon, wo wir das Ganze abladen. Ich hätte jetzt gehofft, dass wir hinten noch schnell in diesen frisch gebauten Moloch reinkommen. Ja, hier ist die Stelle. Soll ich mal gucken, wie weit das ist? Ja, kommt, das kostet ja nichts. Hier die Linie aufrufen. Der fährt dann hier rauf, hier rüber und da vorne rein. Aber hier ist doch schon einer unterwegs. Das ist halt kein LKW. Hier, der ist unterwegs. Kommt, bei dem steigen wir ein, weil das möchte ich jetzt schon noch sehen, wie das aussieht. Und das machen wir mit... Ja, mal auch mal kurz aufs Dach rauf. Haben wir auch schon gemacht. So, einmal so. Und einmal runter. Und dann haben wir jetzt hier die Sprungschanze von der anderen Seite her. Einmal hüpf. Ja, da muss den guten Magen haben. Oder nicht viel gegessen haben vor der Fahrt. Das ist hilfreich. Le Bus. So, mir geht es wirklich darum, ich möchte sehen, wie das ist, wenn die da reinfahren. Oh, und wir haben ja... Ja, da fällt es mir auch wieder ein. Wir haben hier bei den Gleisen noch ein bisschen was zu tun. Ganz klar. Die Weiche, dann eher mit der Pfeiler, der da im Tunnel drin ist. Da müssen wir natürlich schon jetzt
noch schnell gucken. Und dann die Züge, die stehen. Ja, das ist halt, wenn man dann auf der Fahrt mehrere Sachen feststellt. Ui, was war das? Ein Spurwechsel, unmotivierter? Wenn man da halt dann mehrere Sachen feststellt, dann hat man auch ein bisschen was zu tun. Schöne breite Straße hier und es geht halt auch runter zum Bahnhof. Schön am Bus vorbei. Und, aha, hier geht es dann in den Industriebereich rein, in den alten. Sehr nett, gefällt mir, finde ich sehr schön. Mit diesen Gebäuden etc. eben, es wirkt halt sehr alt. Es wirkt halt wirklich so, ja, als wäre hier früher mal wirklich Industrie gewesen, die wir heute halt nicht mehr haben. Beziehungsweise, ach, und jetzt stellen sie ja noch ein Wohnhaus hin. Ja, ihr seid ja witzig. Okay, ist aber auch in Ordnung, klar. Da musste halt sogar ein Gebäude wahrscheinlich weichen, damit man hier noch Wohnungen hinstellen kann. Ist jetzt nicht die Traumwohnung. Hinten der Bahnhof, gut als Trainwatcher, sicher cool. Aber halt der Lärm. Und dann hier die LKWs, die hier kreisen. Sagen wir mal so, ich behaupte, man kann schöner wohnen. Gut, also jetzt müssen wir schnell gucken hier mit den Gleisen. Das ist irgendwie alles nicht so ganz richtig. Na, ich brauche nicht die Linie, sondern die Gleise. Dann sehen wir hier, das hört hier einfach irgendwie auf. Okay, wir ziehen dich mal hier raus. Mal bis hier vorne. Und hier vorne wird es ja zweigleisig. Moment. Jawohl, und zwar da. Dann würde ich das schnell ändern. Ich mache mal kurz Pause, weil sonst schimpfen die Züge. Das ist ganz klar. Also einmal das weg, das weg, das weg, das weg. Nö, das hätte nicht mal weggemusst, aber jetzt ist es weg. Auch nicht so schlimm. Einmal da rein. Jetzt brauchen wir aber eine neue Weiche natürlich. Sollen wir die im Tunnel drin machen? Das ist immer so eine Sache. Ja, aber das kriegen wir hin. Kommt, machen wir. Also wenn wir es hinkriegen. Jawohl, kein Problem. Und in die andere Richtung. Auch kein Problem. Sehr gut, dann bräuchten wir Signale. Tunnelsignal. Vor der Weiche wäre ungefähr hier. Und dann hätten wir hier noch die Ausfahrt geregelt. Dann müsste das eigentlich passen. Was hatten wir noch? Ich kann eigentlich wieder laufen lassen. Ja, irgendwie mit dem Brückenpfeiler. Hier, der hier. Das ist natürlich, sagen wir mal so, das ist jetzt nicht ideal. Das ist irgendwie komplett nicht ideal. Aber auch nochmal den Bagger. Ja, da muss ich nochmal auf Pause gehen. Zack, 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 zack. Ja, ob das schon reicht. Hier vorne haben wir natürlich auch das Teil. Ich habe es mal hingekriegt, dass wir an zwei verschiedenen Öffnungen sozusagen, zwei verschiedene Portale hatten. Muss mal gucken, ob ich das nicht vielleicht tatsächlich wieder hinkriege, weil da hinten stört das ja nicht. Ja, nee, ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt hier halt die Auswahl bekommen würde, aber nee, ich kriege sie nicht, da stellen sie das wieder hin. Das geht nicht. Okay, dann müssen wir hier mehr kappen. Das hier unten nochmal weg. Habe ich echt nicht gesehen, dass das hier völlig irgendwie in den Gleisen drinnen hängt. Also nicht auf der Seite, eben auf der anderen Seite. So, jetzt schauen wir mal. Es macht wieder automatisch dieses Signal. Ist es, Signal sage ich schon. Dieses Portal, ist es denn wahr? Mach mal weg. Mach den Kollegen mal weg, wenn es klappt. Jawohl. Jetzt müsste das doch genug sein, was ich abgerissen habe, dass ich hier neu... Jawohl, jetzt kriege ich das Portal neu. Wir machen das hier. Sehr gut. Bitte bauen. Ziehen das hier raus. Dankeschön. Dann hier hinten das gleiche nochmal. Einmal da rein. Einmal hier rein. Jetzt macht er hier... Ist es denn wahr? Jetzt macht er hier wieder dieses Portal. Das gibt's doch nicht. Nochmal schnell weg. Wie kommt er denn auf die Idee, jetzt hier nicht dieses andere Portal zu übernehmen? Nein, mal ein Gleis ziehen bis hier hin. Okay. Und jetzt das hier da rein. Ich kann es nicht auswählen. Nee, er nimmt wieder das alte. Ah, das ist blöd. Muss ich jetzt hier alles nochmal kappen? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wir sehen es ja, wenn ich von der anderen Seite her baue. Also wenn ich hier irgendwie unter die Erde komme, irgendwann. Ja, jetzt kann ich es aussuchen. Also das war das hier. Mach mal, Dankeschön, weil das sollte nicht im Weg sein. Nehmen das nochmal und dann haben wir es, glaube ich. So, jetzt wird das nochmal kontrolliert. Jawohl, das ist ein Portal. Das stört diese Züge nicht. Dann können wir da auf Play gehen. Dann geht das hier unten lang. Irgendwo kommen wir raus, hier unten. Da geht es in die Gleise rein, hier haben wir dieses Portal. Das stört auch keinen Zug. Gut, jetzt hatten wir aber noch, dass irgendwo wirklich ein Pfeiler drin steht im Gleis. Wo wäre denn dieser Pfeiler gewesen? Das könnte natürlich sein, dass der jetzt sogar weg ist, dadurch, dass wir gebaut haben. Ne, guck mal, ich sehe ihn sogar schon. Der hier ist das.
Der ist natürlich auch ein bisschen hier im Schlosspark. Wobei, ist der da drin? Das ist vom Winkel her noch schwierig. Sonst haben wir keinen Pfeiler. Nee, also das muss fast der. Der ist, was ist das hier? Das ist Fels. Das ist okay. Das muss fast der Pfeiler sein, weil andere haben wir hier nicht. Das ist eigentlich der einzige, der hier dem Gleis näher kommt. Also muss der weg. Also, dann machen wir den mal weg. Kriege ich da den Pfeiler einfach weg? Oh, gehört der... Ach, ich dachte, das sei ein Pfeiler, den wir selber gesetzt haben. Ui, okay, nee, das ist ein Pfeiler von der Brücke. Wie kriege ich den denn jetzt weg? Da müsste ich im Prinzip die Brücke nochmal neu bauen. Oder hier unten die Gleise versetzen? Nee, das ist mühsam. Nee, nee, nicht unterirdisch. Ich habe gerade gedacht, die Kurve vielleicht enger machen, aber das ist natürlich auch keine Idee. Nee, ich muss hier die Brücke schnell wegmachen. Und gucken, dass der Pfeiler anders gesetzt wird. Okay, wir gehen wieder auf Pause. So, einmal so, einmal... Nee, nicht das Schloss, nur tatsächlich die Brücke. Also, dann haben wir den hier so. Wenn ich jetzt das rüberziehe, vielleicht wird dann keine Brücke gesetzt. Kein Pfeiler gesetzt. Mal gucken. Ja, wird wieder 1 zu 1 genau gleich gesetzt. Es wäre auch komisch gewesen, wenn es anders wäre. So, sonst müssen wir hier ja irgendwie auch auf so einen Hügel rauf. Das ist natürlich immer eine Option. Dann könnten wir die Brücke wechseln. Wisst ihr, was ich meine? Haben wir auch schon gemacht. Geh mal da oben rein. Na, jetzt möchte er wieder nicht mehr. Meint, nehme ich noch mal weg. Ist immer ein bisschen gefährlich. Jetzt. Es ist, der Pfeiler bleibt genau am gleichen Ort. Hier eine andere Brücke nehmen. Ja, aber da brauchen wir auf beiden Seiten Hügel. Das ist irgendwie auch nichts. Kann der nicht irgendwie hier den Pfeiler setzen und dann hier ein bisschen irgendwie, wenn ich so mache? Guck mal, so wird es gehen. Aber ich glaube, wenn ich dann das zweite Gleis nehme, setzt er den Pfeiler halt wieder. Wir müssen das mal testen. Einmal so. Da ist kein Pfeiler. Halleluja. Dann so, weil wir können selber einen Pfeiler setzen. Das ist egal. Also, jetzt haben wir keinen. Wenn ich jetzt das Teil hier mitnehme, dann haben wir den Pfeiler dort. Dann machen wir das so. Das geht doch. So, ja, guck mal. Jetzt haben wir den Pfeiler versetzt. Also, das hat tatsächlich funktioniert. Jetzt ist der hier hinten. Das stört hier gar, keinen mehr. Da sind wir... Oder, Moment, ich... Nee, nee, passt. Ich wollte gerade sagen, oh, nicht, dass das jetzt aber zu nah am Pfeiler vorbeigeht. Nee, nee, jetzt ist es absolut in Ordnung. Jetzt passt es. Gut, dann haben wir das gelöst. Das würde eigentlich heißen, wir könnten hier gucken, warum die Züge nicht fahren. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich habe halt keinen Plan, wie lange die Folge jetzt schon läuft. Weil ich doch ein, zwei Unterbrüche hatte und gelernt habe, sonntags aufnehmen ist eher ein bisschen tricky. ja, ich würde sagen, wir gucken in der Folge von morgen, wie wir das hier wieder zum Laufen bringen. Das haben wir schon mal geschafft. Wir müssen halt gucken, wo hier der Wurm drin ist. Also wer blockiert hier wen? Oder sind es tatsächlich, wie ich ja immer wieder sage, einfach zu viele Züge? Das ist natürlich auch möglich. Tschüss sagen möchte ich aber mit einem sich bewegenden Zug. Den haben wir hier oben. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir hatten eine Zugmitfahrt. Wir haben Korrekturen gemacht. Morgen, ja, ist es dann soweit, dass wir hier diese Brücke uns nochmal ansehen. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Macht's gut. Tschüss.